Wir befinden uns heute hier im Freibad Bad Blankenburg und hier soll etwas heute getan werden, ein Zeichen gesetzt werden gegen den Krieg. Ich bin die Frau Krause von der Friedrich-Fröbel-Grundschule von Bad Blankenburg. Frau Krause, was passiert heute hier? Also, wir sind heute mit den Kindern hier, mit meiner Klasse. Und wir werden heute ein Lied singen, das schon mal vor einiger Zeit von einem Bad Blankenburger komponiert und auch die Musik dazu gemacht worden ist. Und wir wollen das heute als ein Zeichen setzen, wir wollen das heute singen, weil wir einen ganz kleinen Beitrag leisten wollen, dass endlich wieder Frieden wird. Also ich möchte mich jetzt an der Stelle auch bei der Familie Tamm ganz herzlich bedanken. Die hat das hier organisiert. Die können aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht dabei sein, haben alles von zu Hause aus organisiert. Und es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und wir haben jetzt ganz spontan reagiert. Und ich denke trotzdem, dass Sie mit Ihrer Idee, dass es eine ganz, ganz tolle Sache war und dass wir damit ein Zeichen setzen können. Ein ganz großes Dankeschön nochmal an unsere Freibad-Besitzer. Die älteste Frieden. Bad Blankenburgerin, Frieden. Die Elli, 101 Jahre. Ja. Und noch 2 Monate. 101. Und 2 Monate schon drüber. Nicht gut. Krieg haben wir erlebt. Wir wollten es nicht wieder haben. Mit den Bomben. War schlimm. Und ich mit den Kindern in dem Keller und die Offiziere haben uns bald überrammelt. Und da sind die Bomben gerade im Blankenburg gefallen. Das haben wir hier erlebt. Und dass die Leute hier auskommen haben und leben können. Und deshalb seid ihr heute hier mit. Deshalb seid ihr heute hier mit und wollt ein Zeichen setzen. Ja, ja. Für den Frieden. Ja, ja. Ja, wir sind heute mit den Kindern hierher gekommen, weil wir auch über die Kriegsgeschehen gesprochen haben und weil die Kinder auch wissen, dass das keine schöne Sache ist und dass die Kinder erfahren, dass wir dagegen sind und mit den Kindern mitfühlen, die in diesem Land wohnen. Wir begrüßen alle ganz herzlich bei uns im Freibad in Bad Blankenburg. Auch wenn der Anlass eigentlich ein sehr trauriger ist, so freuen wir uns trotzdem, dass die Solidarität der Menschen so groß ist, dass wir es geschafft haben, jetzt innerhalb von kürzester Zeit, mit Hilfe von unserer Sibylle Janka und der Tina Tamm, die eigentlich hier im Freibad sehr engagiert ist, hier was auf die Beine zu stellen als kleines Zeichen für Frieden, für alle in der Welt, egal wo. Und dass es auch egal ist, von welcher Nationalität man ist, einfach jeder soll sein Leben leben können, so wie er das möchte. Ich freue mich, dass ganz viele jetzt hier sind, die Grundschule Bad Blankenburg mit ihrer Klasse, die dann ein Lied singen wird für uns. Der integrative Kindergarten aus Bad Blankenburg ist da, der Fröbel-Kindergarten. Und hinten haben sich auch die Diakonie-Leute versammelt mit einigen Bewohnern und natürlich die Menschen, die aus der Ukraine bei uns im Moment in der Harfe aufgenommen wurden. Wir freuen uns ganz doll über alle, die da sind. Wir begrüßen euch, wie gesagt, ganz herzlich bei uns im Freibad und hoffen natürlich auch, dass unser Freibadverein noch ganz lange das Freibad betreiben kann und noch ganz viele Leute auch hier im Freibad ihren Spaß haben. Die Frau Krause ist die Grundschullehrerin von den Kindern, die das Lied gleich singen werden. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin ja mit meiner Klasse, wir haben ein kleines Zeichen setzen wollen und wir haben ein ganz tolles Lied einstudiert. Ich hoffe, Sie haben alle Spaß. Das Lied ist schon 20 Jahre alt ungefähr und es wurde von einem Bad Blankenburger, vom Axel Janka, den viele ja bestimmt kennen, damals komponiert und auch getextet. Und es ist so aktuell wieder, dass wir es einfach nochmal jetzt für euch alle singen wollen. Und anschließend wollen wir gemeinsam die Ballons für den Frieden in den Himmel steigen lassen. Und ich denke, damit können wir ein ganz großes Zeichen setzen, dass der Wahnsinn auf der Welt und dieser Krieg jetzt endlich aufhört und der Vergangenheit anhören kann. Ein Lied für das Leben auf diesem Planet. Der Wunsch, dass ein jeder den anderen versteht.
Träume von Frieden im anderen Land. Ein Lied für das Leben auf diesem Planet. Der Wunsch, dass ein jeder den anderen versteht. Dafür, dass den Kindern die Sonne sagen, wir lassen jetzt die Ballons für den Weltfrieden steigen und hoffen, dass wir damit ein ganz großes Zeichen setzen. Oh, das ist auf die Plätze!